Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein neues Modell. Jetzt werdet ihr euch wundern, Nanu, das ist ja die Luna und die befindet sich schon bei vielen im Schrank. Nein, es geht heute mal nicht um mich, sondern heute ist mal wieder Wünsch dir was in der Mercerie. Und zwar haben uns viele Kunden angeschrieben, dass sie sich was Bestimmtes wünschen, das sich auch die Bettina schon lange wünscht. Komm mal her, Bettinchen. Hallo. Und zwar hat sich die Bettina für sich einen gut sitzenden Pulli gewünscht. Und es ist genau. Ja öfter mal, wünscht dir was in der Mercerie. Letztes Jahr hat sich die Bettina das Betty Top gewünscht, denn Betty ist der Spitzname von der Bettina. Und dann hat sie also von der Dagmar das Betty Top bekommen, sozusagen. Und heuer hast du dir auch wieder was von der Dagmar gewünscht, gell? Und zwar? Ja, erzähl mal. Ein gut sitzendes Modell für etwas kurvigere Frauen. Ich trage nämlich Größe 44 und da gibt es so ein paar Kriterien, dass es halt ein bisschen vorteilhafter aussieht. Ja? Zum Beispiel ein V-Ausschnitt, dann eingesetzte Ärmelchen, eine leichte Taillierung, genau, und ich habe mir ein paar Sachen gewünscht und die Dagmar, die hat natürlich dann ihre ganzen Ideen eingebaut und Sabine erklärt euch das jetzt mal. Ja, also Dagmar hat sich da sehr viele Gedanken zu dem Thema gemacht, weil wir meckern ja eigentlich immer viel rum an den Größen und sagen, boah, da sind ja die Ärmel viel zu eng und das passt eigentlich alles gar nicht. Und wenn sich Dagmar dann mal vornimmt, sowas zu machen, dann ist es wie immer perfekt, wie alle ihre Modelle. Und es ist also eine Top-Down-Konstruktion. Es ist ein Hybridmodell, denn es ist also Vorder- und Rückenteil ist Top-Down in einem gestrickt und der Ärmel ist separat, aber auch Top-Down gestrickt. Das heißt, ihr habt also sehr viele Möglichkeiten, euch das immer noch zu überlegen, wie das Modell werden soll, wie lang. Denn ihr könnt natürlich so weit stricken, wie ihr wollt. Ihr könnt die Länge variieren. Du wolltest es gerne hinten einen Ticken länger haben, gell? Mit genau, dem kleinen Schlitz, mit dem kleinen Schlitz, dir gewünscht. Damit es ein bisschen locker sitzt. Vielleicht kann der Reuter mal kurz zum Schlitzchen kommen. Genau, und dann auch so ein kleines Rollbündchen. Ja. Genau, und dann, komm mal hier, gleich kannst du mal hochfilmen, das Zöpfchen, dass sich die Dagmar überlegt hat, dass sie auseinander geht bis oben hin. Ja, sehr raffiniert. Sie hat sich einfach wieder wahnsinnig schöne Details überlegt. Also der Pulli beginnt hier mit diesem kleinen Zopfsattel. Schaut mal, wie süß. So fängt es an. Und dann ist es also erstmal top-down gestrickt. Also es sind wahnsinnig nette, viele Details drin, so à la Dagmar, wie sie es immer macht. Dann, wie gesagt, der Ärmel. Wir wollten eben einen Ärmel haben, der dem Ganzen auch ein bisschen Kontur gibt. Du hast dir gewünscht, dass der Ärmel nicht so eng ist. Ja, genau. Also es ist eine schöne, breite Armkugel extra. Dann eben auch top-down gestrickt, dass ihr einfach auch so von der Länge variieren könnt mit dem Ärmel. Ihr könnt einen Dreiviertelarm machen, man könnte ihn aber auch in Langarm machen, wer möchte. Also das ist so ein ganz universelles Modell. Mhm. Die Farbe hast du dir natürlich so gewünscht, gell? Du wolltest meine Lieblingsfarbe gelb. Ist gelb. Steht ja auch immer perfekt. Ja, und bei der Garnauswahl, also ich war diesmal nur daran beteiligt, das Garn zu bestellen. Das war meine einzige Aufgabe. Die Dagmar hat sich für Ito-Garne entschieden und zwar für eine ganz tolle Mischung, weil du hast dir gewünscht, dass es ein ganz leichter Pulli ist. Ja, genau, ein leichter, der gut fällt und halt locker fällt und auch nicht zu warm ist. Ja, genau, bei dir. Bettina ist immer warm bei uns. Ja. Also, und die Dagmar hat sich für eine Mischung aus Ito-Gima mit Ito-Shio entschieden. Das ist also das schöne dünne Baumwollbändchen von Ito. Und dazu passend dieses dünne Merino-Garn, die Shio, reine Wolle, hat eine Lauflänge von 480 Meter. Und auch die Kleinchen haben 212 Meter Lauflänge. Und wir haben euch jetzt mal ein paar schöne Farbkombinationen vorbereitet. Die Bettina trägt das Original in diesem Straw mit Mustard. Dann, das ist die Farbe Plum. Und
Es ist auch noch so ein schöner Malseffekt dabei, weil die Farben nicht ganz gleich sind. Also das kommt sehr schön raus, wenn ihr diese Garne mischt. Das es ist sind, auch hier. Ja. Also wenn, vielleicht kann der Roy noch mal ein bisschen hier. Da ist nämlich auch so ein Maleffekt. Ja, genau. Also es ist sehr schön. Es sind nämlich zwei Fäden von der Shio mit einem von der Chima gemischt. Also eine herrliche Mischung. Und ihr seht hier in dem Plum, dann das ist das Balsam mit Pacific, dann das Krokus, sehr schön auch in dem kräftigen Blau, in dem New Blue. Oder wer es ein bisschen dezenter mag, das malt sich bestimmt auch sehr schön durch. Stelle ich mir klasse, wo es natürlich wieder mal blau ist. Denim mit Aqua zusammen. Dann ein schönes kräftiges Rot oder Schwarz. Die Dagmar hat ausdrücklich erwähnt, dass man stricken können muss, wenn man diesen Pullover macht. Also er ist schon tricky, er ist tricky, aber er macht Spaß zu stricken. Und ihr braucht, jetzt Moment mal, wir haben ihn von Größe 40 bis Größe 50 gemacht. Also extra mal in dem Größenbereich. In Größe 40 braucht ihr 6 Gima. Von den Shios braucht ihr in allen Größen immer 6 Konen. Also Größe 40, 6, Größe 42, 6, Größe 44, 46, 48, 7 und Größe 50, 8 Gimas und 6 Konen von der Shio. Und es wird dreifädig gestrickt. Es wird dreifädig gestrickt. Genau. Und es ist ein perfektes Modell hier mit leichter Taillierung und allem, was so dazu gehört. Curvy. Oh ja, es heißt Curvy. Wir haben es jetzt einfach mal Curvy genannt, oder? Dann traut euch mal ran an die Curvy. Genau. Viel Spaß. Viel Spaß.